Na hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot mit Jason Revive. Und das letzte Mal sind wir ja ein bisschen durch die Gegend marschiert, durch den Mondberg, um genau zu sein. Und seid froh, dass ihr jetzt nicht in meiner Haut seid. It fucking reeks. Ich weiß nicht, wer es als gute Idee befunden hat, bei minus 6 Grad Gülle zu fahren, aber ja, Mensch. Jesus fucking Christ, it fucking reeks. Deswegen werden wir mal gucken, was sich hier noch auffällt, weil ich meine in Erinnerung zu haben, dass hier irgendwo tatsächlich was Cooles rumpimmelt. Das ist ein radikales Ratifrat. Aber das kann ich auch. Crit! Wow, okay. Ruckzucki hat hier offenbar erhöhte Crit-Chance. Looks like. Mal gucken, ich meine, hier war irgendwas Cooles. Du zum Beispiel. Ich habe sowieso keine Pokebälle, ich Buhn. Ich habe gar keine Pokebälle mehr. Paras hat die alle gefressen. Ah, Vorian. Ja, Moment. Wir machen dann mal kurz. Oh Gott, das stinkt nach Gülle. Gottes Willen. Warum macht das jemand? Gottes Willen, das stinkt. Oh je, je. Ach, cool. Kann ich behilflich sein? Ja, ich hätte gern ein paar. Darf. Na, wobei. Ich muss auch Tränke noch kaufen. Machen wir so. Ach so. Ja, irgendwie Geld ist ja nicht so mein Ding. Ja, vor allem, das sieht aus, als würde sie hier mit Godzilla reden. Dabei ist es nur ein Lamus. Okay. Okay. Ich meine, ich will keinen Rettern, obwohl fucking Wickel hier in der Edition ja broken ist, so wie ich erfahren habe. Ich meine, es macht irgendwo Sinn. Es ignoriert schlicht und ergreifend Runden über Runden über Runden über Runden. Boah. Darf jetzt nicht diesen. Oh Gott. Der Moment, wenn du einfach nur. Wenn deine Nase einfach nur beleidigt ist. Meine Nase ist gerade auf so vielen Leveln beleidigt. Das ist nicht mehr witzig. Okay, Moment. Ich muss mal kurz hier. Ich muss mich mal kurz sammeln. Ich glaube, wir müssen sowieso Sui-Stein mal ein bisschen hochkriegen. Ein Stein-Pokémon dürfte ganz funky sein. Ein Habitak. Ja, okay, dem Vieh. You can do it. Brr, brr. Sui, I believe in you. You can do that. Du wirst zwar immer länger brauchen, deswegen aber. Kannst du mal damit aufhören? Das macht das Ganze nicht besser hier. Ich meine, du kannst mir ohnehin nichts anhaben. Ich meine, look at. Ja, look at this shit. Aber du machst es nicht besser. Ich beschmeiß dich so lange mit einem Stein, bis du nicht mehr willst. Kannst du es mal lassen? Ich habe immer noch keine Ahnung von dem Mew-Glitch, also kann ich nicht machen, wovon ich keine Ahnung habe. You know? Ah? Yay! Sui ist Level 9. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Ich will eigentlich nur das Rettern. Rettern, nicht Ratzfratz. Ich meine, was willst du überhaupt? Hey, Dallas. Boah, Alter. Seid froh, dass ihr nicht in meiner Haut seid gerade. Türen und Fenster sind allesamt geschlossen, aber es stinkt. Es ist einfach. Ech. Sui macht hier Arbeit. Das habe ich eigentlich von ihm erwartet. Okay, du gehst mir langsam echt auf den Keks. Ich weiß, dass hier ein Rettern ist und ich will dieses Rettern. Just einfach nur, um es zu haben. Das hat nicht mal einen gewissen Grund. Ba, ba, da, ba. Ba, ba. Pff. Deswegen nutze ich das gerade mal, um Sui ein bisschen hochzubremsen.
Weil alles, was hier rumlungert, hat sowieso keinen großen Redewert gegen ihn. Alter Verwalter. Na, geht doch. Nach dir hab ich gesucht. Natter. Ja, das darfst du aber gerne dir verkneifen. Flashback! Und... Perfekt! Oh, genau das habe ich von Sui erwartet. Genau solche Perfektion. Perfekt! Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für einen Rettern. Rettern, Schlange. Dieses Pokémon kann sich lautlos bewegen. Dann haben wir Eier vom Vogel-Pokémon. Ah. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich nenne dich einfach nur Orn. Du bist irgendwie so... Ja. Ich brauche dich eigentlich nicht mal. Ich habe nicht mal vor, dich zu benutzen. Ich hätte es Spaghetti nennen können, stimmt. Die Gelegenheit war so da. Und ich habe sie nicht benutzt. Ich habe sie nicht angefasst. Ich sollte vielleicht lieber den Zwischenpart benutzen, um Sui ein bisschen hoch zu leveln. Sui, komm. Das ist eine Ratte. Mach es fertig. Mach kaputt. Mach kaputt die Ratte. Gebrötschke. Die geben mir gute Erfahrung. Goddammit. Oder auch einfach Snack. Ja, genau. Snack hätte ich auch. Spaghetti. Spaghetti wäre auch nice gewesen. Ah, all diese Ideen. Ich esse deine Pokémon und du kannst nichts dagegen tun. Böp, böp, bab, böp, schnäppi, döppi, böppi, du. Jetzt ist er wieder vorbei. Boah, wir können ja auch bald Leute in die Dings einweisen. In die Psychiatrie, wollte ich gerade sagen. Ich meine, in die Pension. Das habe ich ja ganz vergessen. Das gibt's ja noch, diese Option. Du schon wieder. Oh, hi, Smurf. Du bist also immer noch unterwegs. Oh, mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue, starker Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Smurf. Fuck ass, Scorf. Er hat einen fetten Vogel. Ah, Level 18, okay. Ich versuch's mal. Mal gucken. Ja, benutzt eh nur Sandwirbel. You act like a fucking asshole. Ja, das erwarte ich von Gorf. Solche Arschloch-Taktiken. Na? Scheiße, das ist sogar effektiv. Na? Ja, das ist sogar effektiv, wer? Ja, Sui hat da leider noch nicht die mögliche nötige Power. Vor allem, wenn er nichts sehen kann. Ich überlasse das Kachupi. Ich übernehme das Kachupi. Kachupi kann das. Es sei denn, Kachupi stirbt gleich. Dann ist das natürlich was anderes. Das ist ein sehr resistenter Vogel. Oh, Kachupi. Oh, Kachupi! Oh, Kachupi ist auf einmal schneller. Ah ja, schon war Ruckzuckieb. Ruckzuckieb ist immer schneller. Und Sui kann sich einigeln. Ich werde nie wieder von dem Kerl geradet, so viel ist jetzt schon mal sicher. Warte mal, Abra? Are you retarded, kid? Ja, this is what I thought. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist wie gratis Erfahrung. Solche Ideen hast du natürlich auch nur von Gorf. Entweder der Kerl denkt sich, boah, ich benutze nur Sandwirbel. Oder, boah, ich benutze ein Pokémon, was nur Teleport hat. Was ich im Trainerbattle nicht einsetzen darf. Alter, das ist Powergrinding für Sui hier. Und das abnormale Ratzfratz, okay. Gegen, wenn ich eins gelernt habe, ne? Gegen Ratzfratz machen wir keine halben Sachen mehr.
Das übernimmt Gobble. Das übernimmt Gobbleglob. Whip that shit. Whip it! Ja, Hyperzahl. I don't mess with this shit anymore. Whip it! Get slap! Drunken slap! Ja, und jetzt Glumanda. Guess what? Ich bin schon... Das war alles, ne? Glumanda. Du denkst, du kannst meinen Mountain Poke countern? Guess what? Killer Queen is here to fuck you up. Gehst du mit diesem Feuerzeug weg? Ist ja lachhaft. Nimm mir das außer Sicht. Jesus Christ. Oh, scheiße, das Ding hat mich angezündet. Stimmt, und warte mal, Gaudi hat mir gesagt, ich soll Dings hier... Oh, soll ich dir was verraten? Ja, aber Bill hat mir seinen seltenen Pokémon zeigen lassen. Er hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Weltweit als Pokémaniac bekannt. Ja, als Pokémon-Lagersystem des PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ja, mach's mal gut. Du kannst aber auch gern deinen eigenen Film abschalten, wenn du, ne... Wenn du hier durch die Gegend swaggerst. Das will keiner. Nur mal so nebenbei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. That's something. Irgendwas wollte ich doch gerade. Stimmt. Gaudi hat mir gestern noch erzählt, wir sollen Nidorina entwickeln. Und das jetzt schon. Er meinte vor 24, weil dann lernt sie noch Body Slam. Und Body Slam wäre dementsprechend sogar ziemlich smaxy. Von daher wird sie jetzt wahrscheinlich auch gleich ihren Mondstein bekommen und dann rennen wir mit dem Nidoqueen rum. Und der Rest wird wahrscheinlich eh durch TMs gemacht bei ihr. Sofern wir sie behalten. Also, selbst wenn ihr jetzt Einwände hättet, now it's too late for this shit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh fuck yeah, oh mein Gott, yeah. Look at our queen. Das ist unsere Queen. Jetzt haben wir noch einen Mondstein. Look at this buff monster. Wow. Was hat Gobble dazu zu sagen? Yeah, get that weak shit out of here. Was hat Zooey dazu zu sagen? Okay, Zooey hat derbste Verteidigung. Also, der ist unsere Mauer. Was hat Kachupi? Okay, Kachupi ist einfach nur schnell. Und Bird Person? Wow, Bird Person, du. Wow, Bird Person. Ich weiß nicht, wen ich als erstes rausschmeißen soll. Bibor oder Bird Person? Also, ich meine... Bibor, Bumble haben wir ja noch gar nicht Oh mein Gott, das ist... Ich meine, okay, du bist erst Level 10, aber... Alter, deine Werte, ne? Das ist eine Zeit, bevor es Mega-Entwicklung gab. Nur mal so nebenbei. Eine Nuggetbrücke. Wenn du 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du ein Glück versuchen? Nee, aber ihr lasst mir keine Wahl, von daher... Ja, ne Bibor, ja, ich weiß auch nicht. Bibors. Warum habe ich einen Bibor bei mir? Es ist eine Sache. Süß. Ja. Könnt ihr mal bitte aufhören, mich was zu fragen, was diesen Mew-Glitch angeht? Ich habe keine Ahnung, wie der geht, also kann ich ihn nicht machen. Himmel, da schon Zwirn. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon 5-mal gesagt in diesem gesamten LP. I don't know how. I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky. Menschenskinners. Kapunschgiga. Gott, käse ich so hier viel Erfahrung. Da muss auch nichts, das ihn irgendwie aufhalten könnte. Ist einfach nur ein ich beschmeiß einfach nur Leute mit Stein. Ich meine, was will der versuchen, ne? Will er den Stein pieksen? Ey, Gaudi.
Wir hatten gerade noch von dir gesprochen. Wir haben jetzt nämlich, wir haben unsere Queen. We got our Queen. Von daher. Eher nicht böse gemeint, aber ich hab's glaube ich jetzt schon mittlerweile 10-mal gesagt, dass ich nicht weiß, wie dieser Glitch geht. Von daher kann ich ihn nicht machen. Ich meine, ich kann es auch irgendwann bald hier in den Titel schreiben oder so. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Wäh. Taubsi. Oh mein Gott. Wer von euch will auch nur versuchen, Sui aufzuhalten? Hast du nicht? Da kam kein Link bei mir an. Der Missing New weiß ich. Das wusste schon damals immer jeder. Das wusste auch immer damals jeder. Bis sogar, wie man Pokémon klonen konnte, via Link-Kabel. Allerdings war ein Kumpel von mir so blöd und hat dann immer seine Pokémon dabei gelöscht. Ich weiß auch nicht, wie der das hingekriegt hat. Na, ich brauch kein Nidorino. Ich hab eine Queen. Ich hab die Nido-Queen. Und für alle anderen Probleme habe ich Sui. Mein, check this shit out. Der nimmt ja nicht mal Schaden. Der tankt den ganzen Ranz von Viechern, die über ihm sind. Kann nicht vergiftet werden, weil er ein Stein ist. Ich meine, du hast schon mal versucht, einen Stein zu vergiften. It's fucking worthless. Nah. Welches Nidoran? Nee. Wir haben unsere Queen. Wenn wir jetzt noch einen King dazu holen, dann haben wir hier eine richtige Anarchie. Das funktioniert nicht. Oh, dieser eine Sandwirbel, ne? Dieser eine fucking Sandwirbel. Dieser dreckige Sandwirbel. Stein ist nicht gegen Gift immun? Wie unlogisch ist das denn? Hast du schon mal versucht, einen Stein zu vergiften? Na, geht doch. Sui macht hier die Arbeit. Auf ihn ist Verlass. Dann kann ich noch verlieren. Trotzdem kriegt er jetzt einmal, gehen wir einmal zurück und hauen ihn ein bisschen hoch. Baby, baby, baby. Ach, Gottes Gott. Ein lebender Stein, ja, trotzdem ist es ein Stein. Ist es nicht sogar das Stein-Pokémon laut Pokédex? Oh boy. Ich meine, soweit ich weiß, ist Kleinstein literally das Gestein-Pokémon. Nicht der Gestein-Muscle-Man. Um genau zu sein, ich hätte ihn noch einfach Pillarman nennen können. Mein, seien wir mal ganz ehrlich. Was ist Kleinstein? An sich ein Pillarman. Oh shit, schon wieder so ein Gangster. Mit seinem übertriebenen Ratzfratz. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis Sui vernünftige Steinattacken lernt. Und Leute mit Steinen bewerfen kann. Oh, stimmt. Dictry können auch die Pillarman sein. Aber da müsste ich jedes Mal deren Theme-Song abspielen, wenn ich sie raushol. Weil, ja, ohne Scheiß, es funktioniert sonst nicht. Rattan! Der Teenager. Er nagt schon wieder am Tee. Flashback! Flashbang! Hör doch mal auf, mich zu flashbang hier! Was sind wir denn hier? Geht doch! So, geht doch! Level 15! Alter, Sui macht all die Arbeit! Okay, Zubat wird ein bisschen doof für ihn. Lassen wir das mal, überlassen wir das Kachupi. Mega! Megacho!
Haha! Katschupi ist so schlau! Ja, vor allem kein Wickel. Ja, stimmt eigentlich. Es hat die ganze Zeit noch versucht, mich zu flashbang. Oh, eiskalt, ey. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Bedürfnis, bei Teenagern immer so den Slang zu benutzen. Oh, es ist ein Vogel. Oh mein Gott, ich hab solche Angst. Du Pissbirne! Wirklich? Sandwirbel? Kann das hier jeder von euch, Bilbos? Kann das wirklich jeder von euch, fucking Bilbos? Volltreffer, wunderschön. Ich fühle mich direkt wieder wie in der ersten... Hallo, haben wir es jetzt? Noch ein Crit. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt mal treffen würde. Aber ein Sandsturm ist ja schon, ne... Meine Güte, mach es kaputt. Mach den Vogel kaputt, du bist ein Stein. Kapum. Oh mein Gott. Okay, was machen wir da? Third Person? Nah. Ich hab deinen Twitter-Post gesehen, aber das war irgendwie was ganz anderes. Quäh, Hamster. Ich wollte gerade sagen, jetzt werde ich wahrscheinlich vergiftet oder so. Bäh. Nee, Katschupi ist zu schlau, um sich vergiften zu lassen. Crittet lieber und haut das Vieh weg. Verloren. Der Nuggetbrücke. Ja, der Typ guckt eine Wand an. Sehr schön. Oder trotzdem immer ein bisschen wieder hochheilen. Boah, es müffelt immer noch so unglaublich hier. Make it fucking stop! Ja, ich kannte diesen Short schon, deswegen. Den kannte ich schon. Ich habe die Leute selber unter Abo. Ja, deswegen. This is what happens to Knorps. Das passiert, wenn du Gobbleglob nimmst. So, Nummer 5. Why am I my plot? Pfadfinder, ich finde diesen Pfad. Oh shit. Oh shit. I'm Audi. Get a queen? Nee. Gobble, Katschupi? Ah, Katschupi. Wobei, es ist... Oh, das ist 6 Level 18, okay. Flashbang! Mr. Zircon does not require bolts. His currency is pain. Ich hab Geld. Aho. Und ich hab Schmerzen, aber vielen Dank für deine Spende. Alter, das Ding hat ja richtig zugehauen. Au! Gut, dass ich Sui da rausgeholt habe. Das Ding ist sogar schneller als alles andere hier. Okay! Weil Karate-Schlag ja nur crittet, das habe ich ganz vergessen. Das kann nichts anderes. Flashbang! Oh, würdest du... Okay, danke. Nicht noch eine Flashbang. Hättest du das Vergnügen zu sterben? Du Mistvieh! Ei, caramba. Gobble kriegt dadurch ein Level up. Aber Gobble ist auch nicht so besonders. Pikachu, ja, auch Katschupi, du machst das schon. You're gonna go far, kid. Fucking Mankey. Alter, Bird Person, ne? Bird Person. Du bist eigentlich... Eigentlich müsste ich dich schon feuern. Aber meine Optionen sind leider begrenzt. Von daher... Ja. Ist Feuern leider nicht gerade die Option.
Oi, caramba. Ba 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 ba. Ba ba ba. Nabi di bi di. Mabi di di. Mabi di di da. Di bi da bi ma. Oh Mann. Jetzt sind wir hier immerhin bald durch. Das Schlimme ist, Gobble macht dadurch auch nicht alles besser. Gobble, ey, Mann. Warum haben wir Gobble? Na du, herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Oh, cool. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Smurf hält einen Nugget. Auch Team wird es mit Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzen Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, Mitglied zu werden. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, du Twat. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Die Samurai für dich ab. Du kriegst nicht mal die Optionen mit Ja oder Nein. Also, nee. Fucking Twat. Ich hätte locker unterschrieben. Weißt du? Flashbang! Ich hätte instant unterschrieben. Weißt du? Das ist wie YouTube-Partnerschaft, nur mit Pokémon. Da hätte ich absolut kein Problem mit. Ja, natürlich. Ich erspare uns das mal, ja? Okay, danke. Yes! Suika mit Stein schmeißen! Oh, yes! Oh, this is gonna be fun! Steinwurf! Fängt ja super an. Okay, jetzt aber... Steinwurf! Sui! Jetzt aber, komm schon! Steinwurf! Sag mal, Sui! Steinwurf! Na, geht doch! Geht doch, Mann! Oh, ja. Okay, Team Rocket, leichte rechte Hand vom Boss. Wäre ich auch gerne, aber ihr seid. Nee. Neuer Forscher aus dem Gras heraus beobachtet. Okay. Okay. Oh, jetzt ist es Ratzfratz. Oh, passt auf. Watch out. Steinwurf! Steinwurf! Sui, was machst du jetzt? Komm schon. Steinwurf! Sui. Sag mal, Sui, was ist los mit dir? Meine Güte! Benutzt Tackle, dann triffst du wenigstens. Was ist los mit dir? Ay, caramba. Flashbang! Hat Steinwurf hier eine Genauigkeit von 12 oder so? Meine Güte. Wickel kannst du dir echt sparen. Yes. Yes, I would. Ich schmeiß mit Stein und dann treffe ich. Jesus fucking Christ. Die Attacke, die ist jetzt schon verflucht. Ich sehe es ja kaum. Du schon wieder. Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ach, jetzt kannst du. Jetzt triffst du. So, du bist merkwürdig. Aber das war mir schon immer so ein bisschen bewusst. Aber ich mag dich trotzdem. So ist es ja nicht. Okay, denn. Okay, denn. Okay. Oh, immerhin geht dieser Gestank langsam weg. Oh mein Gott, endlich. Aber gut. Aber gut. Uiuiuiui. Einmal heilen und dann kümmern wir uns das nächste Mal um den Rest von den Leuten, die da oben rumpimmeln. Also, bis dahin. See ya, Leute.